Einen guten Morgen an alle Frühaufsteher da draußen. Begeistert erwarten wir schon mit Hochspannung und Vorfreude, was uns im heutigen Video erwarten könnte. Zugegebenermaßen ist es ab und zu schon schwierig. Ich wollte eigentlich ein neues Horrorgame für euch raussuchen, aber manchmal traue ich mich nicht, den Klodeckel zu öffnen. Seine Leistungen sind überwiegend schwach. Im Sinne einer großen Spielauswahl habe ich da natürlich auch die Empfehlung des Hauses für euch. Vorab, weil die Frage immer wieder kommt, stimmt es, dass wenn man seine Spiele und Guthaben nicht viel günstiger bei deinem Partner Instant Gaming bezieht, dass dann der Schwanz kleiner wird? Absolut korrekt. Eigentlich ist ja auch der Zeitpunkt gerade ziemlich perfekt. Perfekt. Ist ja nicht so, als würde gleich der Sommer um die Ecke kommen und uns in unserem Mountain Dew beschwängerten Gaming-Arsch zu treten. Die nächsten Tage soll es ja ziemlich kalt werden. So kalt, Leute, da möchte man gar nicht rausgehen. Da möchte man viel lieber drinne bleiben und zocken. Klickt gerne unten auf den Link in der Videobeschreibung und zieht euch das Angebot bei meinem Partner Instant Gaming rein. Gute Preise. Gute Besserung. Leute, ihr müsst mir verzeihen. Ich schwöre, ich habe das bis gerade eben nicht gewusst. Bis die Anzeige aufgeploppt ist, wer das Spiel gemacht hat. Und es sind einfach die Leute von diesem grenzdebilen Save Your Baby Game letztens. Das ist mein sogenannter Sohn, ja? Kann man den noch umtauschen? Warum? 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 Warum sind die nicht im Knast, Alter? Ey, ihr denkt jetzt, das ist so ein ganz normales SpongeBob-Game, ne? Aber das sind meine Brüste, die ihr jetzt hier gleich sehen werdet. Herzlich willkommen zu Patrick Snap mit mir, Patrick und Captain Jack Sparrow. Are you ready, kids? I can't hear you. Aye, aye, Captain. Oh! Who lives like a barnacle under the sea? Captain Caesar. Oh my God! Oh no! Ich bin in seinem Lust-Dungeon, Alter. Dieser Moment, wenn du einfach nur ein Horrorgame runterladen wolltest und schwabbelige Seesternbrüste bekommst als Dankeschön. Ah, wunderbar. Talk to Patrick. Nichts lieber als das, glaubt mir. Oh no! Meine Todesursache ist Snoo-Snoo, ich seh's schon. Hi? Hi, grüß dich. Can you clean the house? Weißt du, ich hab heute sehr viel zu tun, also eigentlich, okay. Let's start with the living room. Let's set the cardboard to the storage room. Okay, ich muss die Pappkisten da hinten zum Storage bringen. Oh, Hilfe! Das ist ein Albtraum! Oh mein Gott! Das macht gar keinen Sinn. Oh nein! Ey, wir fangen mit dem Wohnzimmer an, ne? Und irgendwann kommen wir in sein Schlafgemach. Ich will da nicht hin. Hilfe! Okay, alles klar. Ich nehme die Kisten und räume sie einfach weg, wie mir geheißen. Was ist das? Was zum... Okay, gut. Wir stellen mal seinen Kunstgeschmack nicht in Frage. Bei allen Dingen, die wir hier in Frage stellen, nicht wahr? Ist das wahrscheinlich das Wenigste, worum wir uns Gedanken machen sollten. Okay, alles klar. Ich schaffe die Kisten weg. Na, mache ich das gut? Alter, tu dir keinen Zwang an. Schau mal deine Lieblingsshow, ne? Mach dir um mich einfach keine Gedanken. Vor allem nicht lusterfüllte. Weil dann kommen wir nämlich auch zurecht hier, Alter. Ansonsten muss ich schwere Maßnahmen durch das Drücken des Escape-Knopfes ergreifen. So schnell hast du noch nie jemanden einen Button drücken sehen, Alter. Das sag ich dir. Okay, gut. Oh, der war schlimm. Der war wirklich schlimm. Grüße. Add the carport to the storage room. Ja, meine Zielstellung hat sich nicht verändert. Mein Gemütszustand schon. Did you finish clean? Nein. Da sind noch ein paar Kisten da. Keep cleaning up. They'll be watching. Okay. Warum spricht er mal das letzte Wort nicht aus? Okay, wenn ich fertig bin, sage ich dir Bescheid. Ihr seht es nicht. Meine Cam ist ein bisschen im Weg. Sorry. Alter, das ist furchtbar, ey. Oh Gott. Warte mal, soll ich mal meine Cam irgendwie rüberschieben, Alter? Wäre das hier der Vibe? So, dann könnt ihr das auch ein bisschen lesen. Spielt zwar keine Rolle,
Aber, ja. Oh mein Gott, süß! Oh no! Das Problem ist, das Spiel kostet 1 Euro, ne? Ich bezweifle, dass du diese Art von Bildern in deinen bezahlten Game reinstecken darfst. So, da kannst du halt schon echt Probleme kriegen, glaube ich. So kostenlos ist vielleicht nicht so schlimm, aber das ist ja fast gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzung, nicht wahr? Also, aber keine Ahnung, Alter. Was weiß ich schon. Junge, du wolltest TV watchen. Was mit dem Plan, Alter? Der klang für mich echt gut. Die kleinen Stummelbeine. Oh Gott. Ich hoffe, die sind nicht allzu schnell, Alter. Dann habe ich wenigstens vielleicht eine Chance, das hier zu überleben. Bitte nicht. Nein! Oh! Ich war drauf vorbereitet, es hat mich trotzdem überrascht. Did you finish clean? Der hat mir seinen Busen ins Gesicht gedrückt, Alter. Ich wollte das nicht. Officer, ich wollte es nicht. Ja, ja, ich bin fertig. Right here, I will come again. Okay. Was meinst du mit come? Ist da immer noch eine Aufgabe in dem Haus? No. And stop talking and wait here. Okay. Ich warte hier. Nee, nicht der Bedroom. Bitte nicht. Hey, Mr. Krabs. Hey, Patrick. Did you get me the gun I for? This. I brought it. Great. I brought the money and I will come tomorrow and for... Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Krabs. Die haben die Stimmen ganz gut hingekriegt, ne? Hey, nicht anfassen. Nee, oh Gott. Go to your room and sleep. Oh nein, ich will nicht ins Schlafzimmer. Ich habe Angst. Go to guest room. Das Blöde ist jetzt halt... Oh, warte mal. Warte. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Junge, habt ihr darüber nicht nachgedacht, Alter? Ich hab mich halt for real nicht bewegt. Oh nee. Jetzt muss ich nochmal die Kisten einräumen. Mann. Ich kann mich hier auch umgucken, ne? By the way. Bangaha, Alter. Das sieht so ungemütlich aus alles. Aber nice. Sie wollen dem Thema des Sandes hier schon treu bleiben, nicht wahr? Kitchen? Oh, was werde ich da wohl finden? Das sieht ja fast gemütlich aus. Ich will zwar nicht wissen, was da eingelegt ist. Der gute Breezer! Da ist er wieder! Ich hab's gesagt, Alter, in jedem guten Horrorgame findest du einen Breezer. Also eigentlich sage ich immer in jedem schlechten, aber wir reden uns ein, dass das hier gut ist, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Eine beachtliche Sammlung an Brotlaiben hat er da. Ich bin sehr beeindruckt. So, was haben wir hier? Oder Guest Room? Nee, da muss ich früher oder später sowieso noch hin. Digga, hat der hier Klorollen? Ich dachte jetzt... Nee, das sind keine Klorollen, das sind Vasen, aber das sind Klorollen! What? Ah, gut. Ich meine, andere sammeln Briefmarken, Pokémon-Karten oder so. Halt Brotlaibe und verdammte Toilettenpapierrollen. Ich weiß auch warum. Wegen seinen Gästen, Alter. Die brauchen das. Ja. Ich bin rausgerannt, damit das nicht nochmal passiert. Okay, mein Freund. Interact? Oh nee, geht das jetzt wieder nicht? Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Es ist wieder kaputt. Ey, Junge, das Spiel kostet vor allem Geld. This, ey, I brought it. Great. Ich kann hier springen. LOL, ist das dumm? Bye, bye, oh mein Gott. Wait. Der ist immer noch hier, ne? Aber jetzt habe ich doch dasselbe Problem. Der geht nicht weg. Oh Mann. Digga, das ist so... Wo soll ich mich denn hinstellen? Am besten hier, oder? Am besten hier. Ey, das ist so dämlich, Junge. Ich will jetzt das Ende sehen. Oh, ich bin raus. Ja, aber es passiert nichts. Warte mal, ich gehe selber in den Bedroom. Okay. Oh, wait, what? Das ist eine Falle, Alter. Oh, ich kann. Angst. Ah.
SpongeBob! Oh nein! Oh mein Gott, übelst gekreuzigt! Help me! Was, der lebt? Das war ein Albtraum! Dr. Patrick? Ich glaube nicht! Go to SpongeBob in Forward Your Room. In Forward Your Room? Also hier gegenüber oder was? Alles klar. Ich übersetze euch das mal. Fachgerecht! Snoo, snoo. Willst du dazu also keinen Kommentar? What are you doing here? Der Text oben in meiner Ecke, der war's, Alter. Ich gebe ihm alle Schuld. Ich mache hier nichts. So, die beste Ausrede ever. Not under here. Geh nicht rein. Okay. Go play in the kitchen. Warum mache ich das eigentlich? Warum? I'll be watching. Okay. Wow. Die Küche aufräumen, ja? Oh Mann, wehe, da sind Pappkisten. What? Cheese? Warum Käse? Warum liegen in ihren Spielen immer irgendein sinnloses Zeug rum, was überhaupt keine Relation hat? Dann macht's wenigstens die Milchtüten hätten sein können. Dann wäre das ein Meme geworden. Wo ist denn hier der Müll, Alter? Es ist alles einfach so schön beschrieben eigentlich. Wo schmeiße ich denn das weg? Hier die Badewanne oder? Okay. Okay, der schnurpst das weg. Das liegt schon eine Weile länger. Warum hat der seinen ganzen Käse hier verteilt? Was war das Vorhaben eigentlich? Und warum bestehen diese Spiele nur aus Aufräumen? Und warum ist hier Omas edles Service, Alter? Was ist diese Teller? Leute. Schön. Immer wieder. Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr. Help me. Ich will den jetzt nicht ansprechen. Der soll sehen, dass ich echt fleißig bin. Sonst werde ich nachher auch noch aufgeknüpft wie... Jesus. Soll ich mit ihm reden? I just want how to clean the kitchen. I just want how to clean the kitchen. Digga. I just need to tell you how to English, Alter. Okay. Das ist eine nachvollziehbare Reaktion. Okay. Was immer du sagst. Du wirst schon recht haben, Alter. Nicken und winken. Ja, ja, ja. Oh! Was? Are you afraid of me? Naja, also... Soll ich ehrlich sein, oder... Hast du Angst vor mir? Was ist das denn? Was ist denn das? Ich will es gar nicht wissen, Alter. E to interact? Aber ich will nicht mit dem interagieren, Alter. Die Pimmelnase. Nein, ich habe keine Angst vor dir. Ach ja? What are you doing here? Ich wollte die Küche aufräumen. Was weiß ich, bin ich freiwillig hier. I was cleaning the house. Wie lange bist du schon hier? 7 days. 7 Tage. Oh, Mr. Krabs. Was tun die jetzt? This is the boy. What? This is the guy. He'll take it for half the price. Der This is really funny. No, we'll take the full price. No! Der verkauft dir an Mr. Krabs, Alter. Take it for half the price. Okay. Der macht Quallenjelly aus uns. Krabs. Die Verhandlungen waren äußerst realistisch, Alter. Wer hat überlebt? Patrick, ne? Ach du Scheiße. Ja, you must sleep because you are next tomorrow. Du Trottel! Hey, you. Jetzt kannst du mich nicht mehr verkaufen! Was? You, hey, you. Ich raste aus. What? Tomorrow at night, Patrick will be asleep and Warum? Run away from him. An agreement. This is so cursed. Sleep now.
Sleep now? Wäre ich? Oder das ist auch so, so ein räudiges Englisch. Man versteht es. What? Ich muss warten, bis er schläft, oder was? Woher weiß ich das denn? Hey! Hey, Hazem, look at the fat Patrick very fast. Very fat, stop! Do you want to say something? Ich sterbe, also. Das ist so dumm. Was passiert hier? Die sind doch komplett auf Crack, wenn die das machen. Wozu habe ich jetzt den Schlüssel? Darf ich endlich aufstehen? Okay, das ist meine Chance, oder? Kill Potri, okay. Es muss beendet werden. Oh, ich bin raus. Ah ja, ist klar. Gut. Fragt mich nicht, wo das Schlüsselloch ist. Ah, natürlich. Klar. Logisch, Alter. Was soll wohl passieren? Kann ich die... Oh, verstehe. Ich muss drüber laufen. Pistol added to equipment. Schläft der? Nee, schade. Finde ich noch irgendwo Muni oder... Wie kann ich die denn... Wieso habe ich... Wieso habe ich wieder dieses dämliche Feuerzeug? Ach, ihr seht's wieder nicht. Es ist eine einzige Katastrophe. Oh mein Gott. LOL. Hochauflösend auch. Oh, Pistol Grabs. Okay, ich schieße mir jetzt die Titten weg. Hilfe, helft mir, Alter, zu Hilfe! Programmer Director. Also, SpongeBob Horror Games scheint noch irgendwie gerade wieder in Mode gekommen zu sein oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich noch eins. Herzlich willkommen zu Sinister Squidward. Das sieht auch extrem lebensbejahend aus. Ich bin gespannt, Alter. Let's go. Mal gucken. Sieht gut aus. Oh no. My name is Squidward. I wake up every day, go to work, and come back home. Okay. Ja, soweit so gut. Nothing ever changes. I'm thinking of killing myself. What? Before I kill myself, I want to kill the people I hate. Meine Güte! Was ist denn? I can't stand working here. Everyone is so fat and annoying. I don't care anymore. I'm going to kill all these people. Oh, wieso? Was ist mit dem? Ey, die Entwickler des Spiels. Die haben halt auch immer voll die Meise, Alter. Press E to use objects around you to... Warum? Warum sollen die jetzt sterben? Was haben die mir denn getan? So ein Unsinn. Ach Gott, ja, natürlich, Alter. Die Arbeitsschutzbehörde hasst diesen Trick. Wieso? Bitte, Ma'am. Ey, das macht viel mehr Spaß, als dieses Sturmgewehr da zu nehmen. Warte, kann ich auch das? Guck mal, die sind alle voll unschuldig. Die alle sind so fett und nervend, hat er gesagt. Da ist es wirklich großartig. Ey, die wollen hier... Guck mal, der zippt da bloß an seine Unterwassersprite. Zipp daran, Buddy! Der Shit-talkt die auch noch. Die haben es alle nicht verdient. Guck mal, der will bloß extra Gürkchen. Okay, der hat vielleicht ein bisschen verdient dafür. Okay. Und das hier? Wait. Oh no. Wieso? Es tut mir leid. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Verdammt, die Bullen! Ja, natürlich werde ich das tun, Alter. Alles klar. Fein, Mr. Krabs. Soll ich hier rein? Right. Mr. Krabs.
Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Was liegt denn hier? Ach so, ist so ein gefülltes Schokobrötchen, ey. Nice. Lieben wir. Wo ist SpongeBob? Where is the key? Wo ist der Schlüssel? Tja, interessant. Keine Ahnung, ich dachte, man kann die vielleicht abschießen oder so. Ja, wo ist der Schlüssel? Warum steht hier so ein Gasgrill für draußen eigentlich? Kann man hier irgendwo rein? Da ist der Key. Ugh, warum ist da ein Sub? Warum ist hier... Ich weiß auch nicht. Mr. Krabs ist fort. Der hat's gespürt. Guck mal, der hat auch so einen Wecker. Die gab's noch im Sonderangebot. Squidward! Oh! Is that a gun? Nein, das ist keine Pistole. Wir spielen bloß ein Spiel. Warte mal, 360. Verdammt! Oh, das hätte fast geklappt. Verdammt, das kriege ich nicht hin, Alter. Ich bin nicht Mitglied vom FaZe Clan. Tut mir leid. Ich schaff das einfach nicht. Und jetzt? Murderer. Crazy. 8 tot. Au. Das war das Spiel? Geil, ich fahre das Bürgermobil. Oh, wait. Es gibt noch ein Bad Ending. Ey, da hat sich jemand die Mühe gegeben, das zu programmieren. Und das Breaking ist jetzt news. Der A mass shooting Plot. Happened today at Krusty Krabs. The perpetrator, Squidward Tentacles, has somehow managed to escape law enforcement and has kidnapped his neighbors, SpongeBob and Patrick. The Bikini Bottom police have reported that he is currently holding the two of them hostage and has threatened to kill them if they try to intervene. In other news, Chum Bucket has reported an increase in sales since the incident. Alter, läuft bei Plankton! I cannot believe Squidward did something this bad. I should go find SpongeBob and Patrick and help them. I hope I don't have to kill Squidward. Digga, Sandy's on a mission! Kann ich Squidward verprügeln jetzt? What? Okay, das ist insane. Das will ich spielen. Explore the house, press E to hide in closets. Okay, warte mal, wie geht das hier? Press F to use your flashlight. Dann sieht er mich wahrscheinlich aber. Nice. Ich habe einfach eine Taschenlampe unter Wasser. Amazing. Oh ja! Okay. Wow, was für eine Butze. Oh gut, gut. Ich glaube, ich komme ein bisschen zu spät. Aber was weiß ich schon. Ah, ich muss von der anderen Seite rein. Vielleicht ein Brecheisen finden oder sowas in der Art. Living Room. Kann ich da bitte rein? Dankeschön. Ich höre keine Fußschritte. Das ist aber dumm. Der wird hier seine Runde machen einfach, schätze ich mal. Ich habe keinen Plan, wann der vorbei ist. Oh. Hier. Warte, ein bisschen hört man. I'll come back here after I help Patrick. What? Alles klar. Aber wie kriege ich den denn da raus? Ich muss doch bestimmt irgendwas einsammeln, oder nicht? Ich bin Sandy. Ich bin doch eigentlich stark genug, oder nicht? Ich weiß auch nicht. Oh, jetzt kommt der andersrum. Dang it. Also da mit dem Schrank ist auf jeden Fall irgendwie was. Ich weiß nur nicht, was. Keine Ahnung, ob der hier hinkommt. Sie sagt hier auch nichts. Oh, am Stromkasten? Okay, da können wir auch irgendwie was machen. Ich meine, der Strom ist schon aus. Okay. Beruhig dich. Der verliert aber schnell das Interesse. Ah, hier ist ein Brecheisen. Sehr, sehr gut. Das typische Indie-Horror-Brecheisen, ey. Was haben wir denn da noch? Oh, die zweite Etage. Aber die ist uns noch vorbehalten. Moment, wir müssen erstmal Ihmchen hier von seinem Zahnarztbesuch befreien. Okay, ja, ist klar. Moment, wir schleichen. Wieso? Das möchte ich jetzt aber wissen, wie du das gemacht hast, du kleiner Zauberer, du. So, Moment.
Der wird doch gleich aufhören, uns zu verfolgen, mit Sicherheit. Ich hoffe, sonst bin ich am Sack. Eins, zwei, drei. Komm mal raus, mein Schöner. Oh mein Gott! Ja, von dem Ding muss ich den Strom ausstellen. Als ob ich da nicht einfach hätte den Stecker ziehen können oder so. Finally, I'm free! Einfach keinen Schaden genommen. Deswegen liebe ich Trickfilme, ey. Patrick, komm. Sandy, thank you for saving me. Oh, gerne, kein Thema. Let's get you out of here. Okay, let's go. And one more thing, SpongeBob? Patrick, did you see SpongeBob? I think I did. Squidward took him to the living room. Im Wohnzimmer? Oh, bei dem Schrank. Lead Patrick to the exit. Oh, jetzt bin ich verantwortlich. Ugh, nee. Okay, ich muss ihn erst rausschaffen und dann SpongeBob helfen. Ich glaube, der kann nicht rennen. Okay, komm. Patrick. Oh Gott. Oh, das wird doch nichts. Wir kriegen gleich Gesellschaft. Patrick! Komm schon! Oh Mann! Du dummer Stern! Beweg deine Flossen, was auch immer so ein Seestern hat, Alter. Komm jetzt her! Komm her! Ich darf nicht zu viel Abstand. Oh, wir kriegen gleich Besuch. Komm her! Hier! Hier ist doch Exit, ne? Oh, ist gesaved! Wunderbra! Seh ja! Cool! Investigate the living room. Oh yes! Ist er überhaupt da? Oder ist er verschwunden? Ah ne, ich höre ihn noch rumstarksen hier. Eieiei! Der hat mich nicht bemerkt, was? Das ist der lausigste Serienmörder ever. Oh Mann. Ganz schlechten Job macht er. Ich will mich nicht beschweren. So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist denn jetzt da? Digga, ich hab investigiert. Oh. Oh ho. Was ist das? Hier ist eine Tür. Mein Gott, man sieht das so schlecht. Bin auf der zweiten Etage. Ich schätze mal, der kommt auch gleich hoch. Weil er es natürlich bemerkt. Weil ich den Schrank nicht zurückgeklappt habe. Was sind das hier für Räume? Die Lichtverhältnisse sind echt nicht so gut. Badezimmer? Wo könnte SpongeBob sein? Oh, Gary! Oh, no! Der hat ihn aufgefressen. Hier. Oh, da. Der schläft. Sandy, did you come to help me? Nee. Bob, what is this machine? How the fuck should I know? Squidward put me in it. And I think it's gonna split me in half. Sandy cheeks. I'm coming to clap those cheeks. He's coming, Sandy. You have to hide in the closet. Natürlich, Jeff. Natürlich. SpongeBob, get ready to die. Squidward, no. Please, I will do anything if you let come. Me go. Come. Squids don't have dicks. Get fucked, SpongeBob. Och Mann, Alter. Als ob das so lange dauert. Wait. Find ways to stop the machine? Oh, Water! Okay, wo kriege ich Wasser her? Moment. Hier ist das Badezimmer in der Nähe. Ah, hier! Nice! Okay. Das kann ich in der Badewanne auffüllen. Yeah. Vor allem, ich bin unter Wasser eigentlich. Just saying. Oh, Moment. Kann ich mich hier verstecken, bitte? Versteck! Okay, never mind. Never mind. Ja. Das Ding ist kaputt. Und hier? Es reicht doch nicht. Natürlich. Da hätte auch nichts anderes einfach dafür gereicht, nicht wahr?
Oh, das ist ein Problem. Wait. Kann ich hier rein? Dankeschön. Ich sehe was. Ah. Reicht das? Oh, der kriegt einfach gar nichts mit. Was ist mit ihm? Okay, der kriegt eine Lektion. Moment. Wir können doch, wo können wir das reinstecken? Hier. So unauffällig einfach wie möglich. So, jetzt kann ich den... Thank you, Sandy. You saved me. You're welcome. Look, was? Sandy. Wenn ich eine Schere hätte, um das zu zerschneiden, wieso... habe ich denn den anderen Scheiß gemacht? You ruined my plans again. This will be the last time. It's time for me to die. Das ist so bescheuert. Ich verstehe das nicht. Ja, es muss halt irgendein Ende haben, ne? Ich raste aus. Oh mein Gott. Ey, auf jeden Fall aber, Mensch, ein gutes Ende. Ein Happy Ending. Da kann man doch froh sein drüber, Alter. Sehr, sehr witzig. Halt leicht übertrieben, aber immerhin, Alter. Dass die Leute immer noch was irgendwie aus diesem SpongeBob-Universum rausholen, auch wenn es halt ziemlich belanglos ist, ist eigentlich ziemlich amazing, muss ich sagen. Dankeschön, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß hattet und wir sehen uns im nächsten.